Dann kommen wir zum Tagesordnungspunkt 5, erste Lesung des Gesetzentwurfs der Fraktion der Freien Demokraten für ein Gesetz zur Änderung des Landtagswahlgesetzes, Drucksache 20/3680. Und als erstes hat sich der Abgeordnete Dr. Hahn zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und liebe Kollegen, wir Freie Demokraten sind der Auffassung, dass wir uns jetzt als Hessischer Landtag einmal ernsthaft mit uns selbst beschäftigen müssen. Wir wissen, dass im Landtagswahlgesetz in § 1 darin steht, dass der Hessische Landtag aus 110 Abgeordneten besteht. Wir wissen, dass das in den letzten 60 Jahren auch meistens geklappt hat. Wir wissen, dass es in der 18. Legislaturperiode und jetzt wieder in der 20. Legislaturperiode durch Überhang- und Ausgleichsmandate zu einer höheren Zahl von Abgeordneten im Hessischen Landtag gekommen ist. Und wir wissen, nein, erst jetzt deutlich höheren. Bei der ersten war es nicht deutlich höher, da waren es gerade 7 oder 6 oder irgendwas über den Durst. Jetzt sind es aber viel mehr. Anstelle von 110 sind es jetzt 137. Und wenn wir mal schauen, wie der Staatsgerichtshof letztlich auf ein anhängiges Klageverfahren reagiert, sind es vielleicht sogar 138. Ich will, meine lieben Kolleginnen und Kollegen, Ihnen zurufen, das ist im Verhältnis mehr Zusatz als im Deutschen Bundestag. Auch wenn im Deutschen Bundestag die Zahl höher ist, liegt das schlicht daran, dass die Grundlage schon um mal 4 ungefähr höher ist. Und wir müssen deshalb zur Kenntnis nehmen, dass jedenfalls die rechtliche Vorgabe von 110 Abgeordneten in diesem Hause diesmal nicht erfüllt ist. Wir prognostizieren als FDP, dass das auch bei den kommenden Wahlen in ähnlicher Form der Fall sein wird, da wir alle wissen, warum wir diese Divergenz der Überhang- und Ausgleichsmandate haben, weil die Parteien, und in diesem Fall hier war es jetzt die CDU, 40 Direktwahlkreise gewonnen hat von den 55, aber ihnen aufgrund des Verhältniswahlrechts nur 32 Sitze zugestanden hätten. Ich sage bewusst hätten, weil natürlich haben durch das System, das wir jetzt haben, die 40 Kolleginnen und Kollegen das Recht, als Direktgewählte im Hessischen Landtag auch ein Mandat zu übernehmen. Die nächste Frage, die man sich stellen muss, ist, ist es denn heilig, diese 110? Nein, natürlich nicht. Damit das jeder hier richtig versteht, heilig ist das nicht. Aber es ist in den letzten Jahrzehnten hier so geübt und es ist in den letzten Jahrzehnten auch die Organisationsstruktur hier so aufgebaut worden. Und da meine ich jetzt nicht nur die Räumlichkeiten, sondern da meine ich auch die Strukturen der Ausschüsse, ich meine die Strukturen der Mitarbeiter in der Landtagsverwaltung und alles, was dazugehört. Irgendwie hat jedenfalls in der letzten Legislaturperiode kein einziger Kollege und Kollege gesagt, wir sind aber zu wenig, sondern irgendwie ist das System so austariert, dass es gereicht hat. Ja, vielleicht der eine oder andere, der vor der Tür stand, hat vielleicht gesagt, es ist zu wenig, aber die 110, jetzt kann man sagen, waren sich selbst gut genug, das wäre die etwas undiplomatische Äußerung, aber wir haben an dem Arbeitsstil gemerkt, dass wir darauf geübt sind, eingeübt sind und dass es auch gut funktioniert und dass es deshalb auch erhaltenswert ist. Und Sie merken, ich sage nichts zum Geld. Jetzt kommt die Frage, was kann man denn da ändern? Da gibt es unseren Vorschlag, und wir haben das Gefühl, wir haben uns ja auch lange damit beschäftigt, und übrigens nicht nur hier im Hessischen Landtag, sondern die Fraktion der Freien Demokraten im Deutschen Bundestag ja genauso. Und der Verhandlungsführer der FDP im Deutschen Bundestag ist unser noch amtierende Landesvorsitzende Dr. Stefan Ruppert. Also wir haben schon viel Fachwissen zusammengetragen, wir haben das auch ausrechnen lassen. Ich muss immer lachen, dass das Versicherungsmathematiker am besten können, weil irgendwie hat es ja mit Versicherung nichts zu tun, aber die können halt solche Dinge am besten ausrechnen. Und dann sind wir
dann sind wir zu dem Ergebnis gelangt, es kann nur funktionieren, wenn man die Zahl der Wahlkreise reduziert. Und jetzt, meine sehr verehrten Damen und Herren, kommt das Argument, ja, damit würde man ja die direkte Demokratie einschränken. Man würde das Verhältnis zwischen denjenigen, die direkt gewählt sind, und zwischen denjenigen, die auf die Liste gekommen sind, verändern. Nein. Wir haben jetzt 55 direkt gewählte Kolleginnen und Kollegen hier. Und wir haben 55 plus 27 über die Liste in diesen Landtag hereinkommende Kolleginnen und Kollegen. Also das Verhältnis ist, ich habe bewusst Jura studiert, Sie kennen alle diesen Witz, den ich immer wieder bringe, aber es ist ja ungefähr erkennbar, dass es unter 40% der Mitglieder dieses Hauses sind, die direkt gewählt sind. Wir sind der festen Überzeugung, meine sehr verehrten Damen und Herren, dass wir das als Hessischer Landtag entscheiden müssen und dass wir uns nicht von irgendwelchen anderen außer diesem System liegenden Dingen irritieren lassen dürfen. Und was außerhalb dieses Systems ist, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist die Wahlkreiskommission. Ich weiß, wir haben ja Vorgespräche geführt, und ich will hier ausdrücklich sagen, wir möchten auch weiterhin Gespräche mit allen Fraktionen in diesem Hause führen. Wir sind nicht der Auffassung, dass wir die Weisheit mit Löffeln gefuttert haben und sind bereit, auch Änderungen vorzunehmen. Ich sage das sehr, sehr bewusst. Aber eins geht nicht, sich hier hinzustellen und zu sagen, wir haben hier eine Wahlkreiskommission, die wird das schon machen. Nein, sie hat einen vollkommen anderen Auftrag. Und ich bitte auch, dass wir das jetzt in der Debatte nicht wieder falsch vortragen. Das sind Fake News. Die Wahlkreiskommission hat den Auftrag vom Staatsgerichtshof initiiert, durch ein Gesetz des Hessischen Landtages umgesetzt, die 55 Wahlkreise neu zu verteilen, sodass die Gleichheit der Stimme besser gegeben ist, als das bisher der Fall ist. Eine vollkommen andere Aufgabe ist die Frage der Größe dieses Hauses. Denn Sie haben mitbekommen, es geht bei der Wahlkreiskommission um 55 Wahlkreise. Wir sagen und erleben das gerade jetzt, bei 55 Wahlkreisen kommt man in der 20. Legislaturperiode bei 137, nehme ich jetzt mal Abgeordneten heraus, und in der 21. kann es dann sogar bei 145, keine Ahnung, 40 sein, kann auch theoretisch bei 128 sein. Dass es bei 110 ist, wette ich, eine unverschuldete Immobilie im Rhein-Main-Gebiet, das wird nach der jetzigen politischen Situation garantiert nicht der Fall sein. So, deshalb muss sich jeder von uns stellen. Jeder von uns muss sich stellen der Frage, wollen wir, dass dieses Parlament weiterhin aufgebläht ist? Es gibt ja Kommentatoren, die schreiben von XXXL-Landtag. Finde ich ein bisschen zu viel mit dem X, aber da war man wohl sicherlich. Herr Abgeordneter Hahn, Sie müssen zum Schluss kommen. Da war man, jawohl, Frau Präsidentin, da war man vielleicht in Eschborn einkaufen vorher gewesen. Aber, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir müssen jetzt die Entscheidung hier treffen. Und eines dürfen wir nicht, letzter Satz, Frau Präsidentin, wir dürfen nicht verfassungswidrig uns verhalten. Und die Kappung oder Deckelung von gewählten Wahlkreisabgeordneten ist in unseren Augen verfassungswidrig. Deshalb unterstützen Sie bitte unseren Antrag. Vielen herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Dr. Hahn. Als nächstes hat sich der Abg. Gagel für die AfD-Fraktion zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, werte Kollegen! Ja, die FDP hat hier aufgeschlagen. Ich bin dem Kollegen Hahn sehr dankbar, dass er hier doch schon sehr viele richtige Dinge gesagt hat, denen wir uns zum großen Teil anschließen können. Bei einer Zahl muss ich noch eine Korrektur machen, Herr Dr. Hahn. 40,1% der hier gewählten Mandate sind Direktmandate und 59,9% sind Listenkandidaten. Wir haben es nämlich so in unserem Gesetzentwurf drin stehen. Aber man muss natürlich grundsätzlich der FDP hier einen Dank aussprechen, denn es ist in der Tat so, wir können nicht davon ausgehen, dass 137 oder gar 138 Mandate in der Öffentlichkeit dauerhaft große Akzeptanz finden. Wir haben das Thema der Kostenseite sicherlich auch zu beleuchten, denn wir haben mal geschätzt, dass es etwa 8 Millionen € pro Jahr Mehrkosten sind, die ein solcher Landtag verursacht.
gemessen an einer Wahlperiode sind das 40 Millionen €. Und da denke ich immer bei der Zahl 40 Millionen € an die Straßenbeiträge. Da könnte man doch auch die Straßenbeiträge abschaffen, und man könnte den Landtag verkleinern. Natürlich kriegen wir hier entgegengesetzt. Herr Frömmrich hat sich letztens in einem Interview geäußert, ja, die hessische Bevölkerung ist ja um 800.000 Personen angestiegen. Da brauchen wir auch mehr Abgeordnete. Aber ich denke, das ist eine Äußerung, die sich außerhalb des gesetzlichen Rahmens sich bewegt, Herr Frömmrich. Und das Landtagswahlgesetz sollten Sie einfach einmal lesen. Da steht nämlich einfach drin, der Hessische Landtag hat 110 Abgeordnete. Das ist die gesetzliche Größe. Und wenn Sie der Meinung sind, es müssten 140 sein, dann legen Sie doch einen Gesetzentwurf vor. Der kann dann ja entsprechend formuliert werden. Dann müssen Sie sich nur mal überlegen, wie Sie das dann mit den Wahlkreisen machen. Ja, jedenfalls ist natürlich das Ziel, wie der Kollege Hahn das eben schon beschrieben hat, das Ziel ist die Verkleinerung des Hessischen Landtags ausgehend von der heutigen Situation. Ja, die heutige Situation, das muss ich nicht noch einmal wiederholen, entstand durch Übergang- und Ausgleichsmandate. Wir haben allerdings in Ihrem Gesetzentwurf doch einige Mängel festgestellt. Kleinen Augenblick mal. Die Gespräche bitte draußen führen, es ist ziemlich laut. Danke, Frau Präsidentin. Also, wir haben in Ihrem Antrag doch einige Mängel festgestellt. Das erste Thema, worüber ich gestolpert bin, weder Verwaltung noch Wähler oder Parteien können die künftige Größe des Landtags prognostizieren. Ja, das können wir aber auch nicht prognostizieren, wenn wir Ihren Gesetzentwurf anwenden würden. Sie haben zwar die Wahrscheinlichkeit von Überhang- und Ausgleichsmandaten vermindert, deutlich vermindert, vermute ich sogar, aber Sie haben sie nicht ausgeschlossen. Und Sie können sich theoretische Konstellationen vorstellen, wo dieses dann trotzdem wieder möglich ist, und damit ist das Problem aber nicht gelöst. Ja, damit haben wir vielleicht bei einer sehr ungünstigen Konstellation dann doch wieder einiges an Ausgleichs- und Listenmandaten. Das nächste Problem, was Sie vorschlagen, ist 45 Wahlkreise und 45 Listenmandate. Diese Zahl fällt vom Himmel. Also man könnte ja auch 42 zu 68 oder 48 zu 62 könnte man machen. Also diese Zahl ist etwas willkürlich, warum das jetzt 45 Wahlkreise sein sollen. Und der nächste Mangel, den wir sehen, liegt einfach in der Schwächung der personalisierten Verhältniswahl, liebe Kollegen von der FDP. Denn was Sie ja machen, ist ja, Sie haben ja Angst vor einer Überhangsituation. Und aus dieser Angst vor der Überhangsituation sagen Sie, aber wir müssen das Landtagswahlgesetz so ändern, dass in Zukunft immer 45 Direktmandate nur hier vertreten sind und immer 66 Listenkandidaten. Das ist ja in normalen Zeiten, wo keine Überhangsituationen entstehen, ja auch nicht der Fall. Ja, dann haben wir die normale Verteilung von 55 zu 55. Also insofern ist dieses nicht mir ersichtlich, warum für Zeiten ein Gesetz eingeführt werden soll, in denen Überhangsituationen nicht stehen, wo dann aber die personalisierte Verhältniswahl doch deutlich geschwächt sind. Denn mit Ihrem Gesetzentwurf hätten wir dann in der Tat wirklich nur noch 40% Direktkandidaten und 60% Listenkandidaten hier in diesem Haus. Und ein ganz, ganz großer Mangel, den wir sehen, ist natürlich der Neuzuschnitt der Wahlkreise. Sie haben darauf hingewiesen, die Wahlkreiskommission ist die für den Zuschnitt der Wahlkreise. Können Sie doch bitte mal aufhören mit der ständigen Schwätzerei hier. Es nervt, ja? Ja, also das ist wirklich unangenehm, was Sie hier bringen. Und da bitte ich vielleicht auch die Frau Präsidentin doch auch mal bitte da aufzuhören. Die Linke schwätzt die. Also wenn es sehr laut ist, dann weise ich schon darauf hin. Das habe ich eben gemacht, aber eben war das ertragbar. Das nächste Problem, was wir identifiziert haben, ist der Neuzuschnitt der Wahlkreise. Denn der Neuzuschnitt der Wahlkreise, in dem in der Tat also die Wahlkreiskommission natürlich verantwortlich ist, hat ein Riesenproblem damit, 45 Wahlkreise in die bestehenden 55 jetzt hier hineinzuschneiden. Das Problem, was wir natürlich haben, Bürgernähe beim Neuzuschnitt der Wahlkreise, die sind historisch gewachsen, ist schwierig. Die Verwaltung wird vor Ausführungsprobleme gestellt, weil natürlich sich dann die Kreise und die kreisfreien Städte, die Grenzen der Wahlkreise sich überschneiden. Das ist ein erhebliches Problem.
Und ein weiteres Problem, was damit zu sehen ist, ist auch die Transparenz eines Wahlkreises für den Wähler. Ja, das heißt, man hat also jetzt kreisgrenzenüberschreitende Wahlkreise möglicherweise und der Wähler weiß gar nicht mehr, wie groß ist denn eigentlich der Wahlkreis und was deckt da eigentlich ab. Das heißt also, der Gesetzentwurf, der hier vorliegt, liebe Kollegen von der FDP, Sie schaffen mit Ihrem Gesetzentwurf, würde er denn angenommen werden, neue Probleme und Sie lösen das alte nicht. Und insofern sagen wir, wir müssen diesen Gesetzentwurf ablehnen. Er geht zwar grundsätzlich in die richtige Richtung der Verkleinerung des Landtages. Wir werden ja gleich noch unseren Vorschlag diskutieren hier. Ich will vielleicht noch etwas sagen, vielleicht zu der Haltung der regierungstragenden Fraktionen. Also ich habe bisher nur in der Zeitung davon gelesen, dass Sie das ablehnen wollen. Und das würde ja bedeuten, dass Sie diese Situation, wie wir sie derzeit haben, grundsätzlich so akzeptieren. Das heißt also, wenn wir wieder ein Sechs-Parteien-System haben mit vielen Überhang- und Ausgleichsmandaten, Sie dann also sagen, ah ja, dann gibt es halt wieder einen XX-Landtag, da haben wir halt 550 Abgeordnete beim nächsten Mal. Und damit sage ich Ihnen, müsste man eigentlich mal der Bevölkerung draußen Dank sagen dafür, dass Sie uns hier so schön versorgen. Denn Sie wollen 137 Mal Geld für Mandate, 137 Mal Geld für Kostenpauschalen, 137 Mal Geld für persönliche Mitarbeiter, 137 Mal die Reisekosten, 137 Büros, 137 Herr Abgeordnete Gagel, Sie müssen die Aufzählung beenden. Ja. Ich komme gleich zum Ende, Frau Präsidentin. Und die Frage stellt sich hier heute, wie werden Sie sich positionieren zur Verkleinerung des Landtags? Was werden Sie für ein Signal an die Bevölkerung nach draußen senden? Werden Sie Ihrer Funktion gerecht, zu sagen, dass der Hessische Landtag einen angemessenen Umfang hat? Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordnete Gagel. Für die CDU-Fraktion hat sich der Abgeordnete Heinz zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen! Ich glaube, was Jörg-Uwe Hahn eben angesprochen hat, das macht überhaupt niemand, den Auftrag der Wahlkreiskommission in Zweifel zu ziehen. Also aus meiner Fraktion sind Kollege Pentz und ich dort drin und wir haben in der ersten Sitzung, so viel darf man glaube ich aus nicht öffentlichen Gremien sagen, ganz deutlich dort hinterlegt, dass der gesetzliche Auftrag dieser Kommission ist, im gesetzlichen Rahmen diese 55 Wahlkreise so wie einen Vorschlag zu machen, dass die wieder dem gesetzlichen Rahmen entsprechen, also Abweichungen von maximal 25% nach oben und nach unten, unter Wahrung der historisch gewachsenen politischen Körperschaften, also sprich der Landkreise oder auch der kreisfreien Städte in Hessen und auch unter Berücksichtigung gewachsener und zusammenhängender Strukturen. Und darum geht es ja auch am Ende im Wahlrecht, wenn man ein System hat, bei dem in ein Parlament Wahlkreisabgeordnete gewählt werden, dass die eine Region vertreten in diesem Parlament, die auch einen gewachsenen Zusammenhang hat, wo es im besten Fall auch eine gemeinsame Identifikation gibt, eine landsmannschaftliche Verbundenheit und wo sich dann in diesen allen Regionen des Landes dann auch ein Ansprechpartner dann im ganz besonderen Maße auch drum kümmert und ansprechbar ist und quasi deren Frau oder Mann dann im Wiesbadener Parlament ist. Und diese Wahlkreise, die sind höchst unterschiedlich. Es gibt einige, da kann man mit dem Fahrrad durchfahren oder zu Fuß gehen. Das sind meistens die Großstädte oder im Ballungsraum, wo ich auch das Privileg habe, aus dem Ballungsraum zu kommen. Da sind die Entfernungen kurz. Das ist angenehmer, wenn die maximale Entfernung 25 Kilometer sind, als wenn man 60, 70 Kilometer zu fahren hat, wie der Kollege Rudolph oder der Kollege Frömmrich oder andere. Das ist schon eine andere Belastung. Und wenn man die auch Vorgabe der Verfassungsgerichte sieht, dass es auf die Einwohnerzahl ankommt und nicht auf die Fläche, muss man schon mal die Frage stellen, ob man diese Gebilde auf dem Land immer größer und immer größer machen will. Wir hatten jetzt als CDU am Wochenende das Vergnügen, einen Ausflug quer durch Hessen zu machen bis nach Willingen. Und das ist, wenn Sie aus dieser Region kommen, rund um Wiesbaden, jedes Mal, also ich war schon häufiger in Willingen, aber jedes Mal staunt man wieder, wenn man die Landkreisgrenze überfährt zum Kreis Waldeck-Frankenberg und denkt, na gut, da werde ich wohl gleich da sein. Und dann sind es noch 1 Stunde und 10 Minuten beim moderaten Tempo über hessische Landstraßen. Das ist schon was anderes. Und 12 Blitzer stehen auf dem Weg. Aber zum Landtagswahlgesetz und den Vorschlägen der FDP im Engeren. Es stimmt, wir hatten 2018 eine Ausnahmewahl in Hessen. Nach Jahrzehnten auch
an Stabilität bei der Anzahl der Abgeordneten mit einem kleinen Huppel mal zwei Wahlen vorher, oder waren es mal vier, gab es mal vier Überhang und vier Ausgleichsmandate, aber im Großen und Ganzen hatten wir da eine viel größere Stabilität als andere Bundesländer. In vielen anderen Ländern waren Überhang und Ausgleichsmandate immer über fast alle Wahlen gang und gäbe, und da gab es auch gar nicht so große Aufreger, das hat man dort hingenommen. Ich will auch nur am Rande mal sagen, in den meisten größeren Flächenländern ist auch das Verhältnis zur Zahl der Wahlberechtigten und der Abgeordneten deutlich anders als bei uns. Sprich, ein hessischer Abgeordneter vertritt im Schnitt deutlich mehr Bürgerinnen und Bürger, als es in anderen Flächenländern üblich ist. Man muss nur mal bei den Rhein schauen. Nach Rheinland-Pfalz 101 Abgeordnete für 4 Millionen, bei uns Regelfall 110 für 6,5 Millionen, die wir bald gemeinsam sind. Kann man schon erkennen, dass dieses Parlament in seiner Regelgröße bei weitem nicht überdimensioniert ist. Und bevor man dann die Axt an die Wahlkreise legen will und das alles ganz neu ordnen will, ungeachtet von gewachsenen Strukturen, sollte man, finde ich, schon noch mal einen Moment innehalten und überlegen, ob das jetzt so hoppla hopp 1,5 Jahre nach der letzten Wahl schon angezeigt ist oder ob man dort die politische Entwicklung nicht noch ein Stück weiter erst mal beobachten sollte. Einmal, es war eine Ausnahmewahl 2018, das hatte ich schon gesagt, und zum anderen sind natürlich, das ist einer der wenigen richtigen Aspekte aus dem Rede direkt vor mir, sind natürlich die Konstellationen denkbar, wenn Sie eine Partei haben, die hat nur noch 21%, und dann haben Sie lauter Parteien, die haben alle 15%, können Sie auch wieder in eine Konstellation reinkommen, wo es massiv Überhang- und Ausgleichsmandate gibt. Also so einfach 10 wegnehmen und alles ist gelöst, so einfach ist es auch nicht. Für ganz das nur als Exkurs und am Rande, für auch schon verfassungsrechtlich abenteuerlich, halte ich den Vorschlag, einfach gewonnene Wahlkreise nicht mehr zuzuteilen. Da widerstrebt mir alles. Diese Idee gab es im Bund auch schon, wurde die schon von Einzelnen vorgetragen. Aber ich glaube nicht, dass das am Ende durchträgt. Und da ja auch vieles vermischt wird, gehört es zur Diskussion mit dazu und zu der Debatte hier im Haus, dass die viele Probleme, die der Bund in seinem Wahlrecht hat, auf uns gar nicht zutreffen. Die haben ganz besondere Herausforderungen, die haben 16 Landeslisten, die haben den Sonderfall CSU, der auch wahlrechtlich ein Sonderfall ist, eine Partei, die nur in einem Land antritt. Dort kann eine Partei, nämlich die CSU, mit 3 oder 4 Überhangmandaten kann massig Ausgleichsmandate gerieren, inklusive Ausgleichsmandaten interessanterweise für die CDU bei der letzten Wahl. Und dann sitzen diese Überhang- und ausgleichenden Mandaten dann zusammen wieder in einer Fraktion. Also diese Sonderkonstellation, die haben wir alle gar nicht. Es gibt ganz kurzfristig gibt es Lösungsmöglichkeiten. Man kann ähnlich wie der Kompromiss, der jetzt im Bund gefunden ist, man muss Überhangmandate nicht voll ausgleichen. Das will ich nur am Rande erwähnen. Man könnte in Hessen verfassungsrechtlich völlig unproblematisch, kann man, Herr Kollege Hahn, lieber Jörg Uwe, man kann verfassungskonform ist es, 3 Überhangmandate im Hessischen Landtag nicht auszugleichen. Lesen Sie Verfassungsgerichtsentscheidungen. Bis zur halben Sperrklausel ist das ohne weiteres möglich. Im Bund geht ein Kompromiss ja ungefähr in diese Richtung. Und, das ist aber so die Zukunft der Lege Ferenda noch mal ausgerichtet, es gibt natürlich auch, wenn man das Thema Wahlrecht ganz grundlegend aufmacht, gibt es die verschiedensten Modelle, die man natürlich diskutieren kann und die auch in der Wissenschaft diskutiert werden. Ich habe heute in den Nachrichten gelesen, Belgien hat jetzt nach 16 Monaten wieder eine Regierung. Da haben sich 7 Parteien aus den verschiedenen Landesteilen zusammengeschlossen. So ziemlich alle jenseits der äußeren Gänge wäre das bei unserem Parlament, Sozialdemokraten, Grüne, Liberale, Christdemokraten, die koalieren da alle irgendwie miteinander, weil neben den 7 noch scheinbar 7 oder 8 andere Fraktionen inzwischen im Parlament sind. Sollten wir, was ich nicht hoffe, auch irgendwann in so eine Konstellation kommen, dann muss man sich, glaube ich, ganz grundlegende Fragen stellen, wie man überhaupt wieder zu einer Stabilität im politischen System kommt. Aber auch, um es zu erwähnen, es gibt relativ einfach, weil Kollege Dr. Hahn ja eben gefragt hat, wie man das einfach wiederherstellen kann, dass wir auf 110 Abgeordnete kommen. Sie brauchen nur die Verrechnung zwischen direkt gewählten und Listenmandaten auszuschließen, müssen Sie, glaube ich, nur einen Halbsatz ändern im Landeswahlrecht. Dann wählt man die 51 und die anderen 55 getrennt, haben Sie immer 110 Abgeordnete. Sie haben natürlich nicht mehr den vollen Proporz. Das nennt sich Grabenwahlrecht, das ist ohne Probleme möglich. Und man kann auch wahrscheinlich durch Änderung von 2 Sätzen im Gesetz oder etwas mehr, kann man relativ schnell auch natürlich ein Land in 110 Wahlkreise auftauchen. Gibt es auch nie Überhänge, weil hier mit einem Einstimmenwahlrecht ähnlich dem französischen oder dem britischen System gewählt werden. Das sind 2 Möglichkeiten, die jeden Überhang ausschließen, aber durch diesen schon etwas
in Ansätzen provokanten Vortrag sehen Sie schon, dass man, bevor man zu vermeintlich einfachen Lösungen greift, und das wären sicherlich auch einfache Lösungen, und es wären auch, ich komme auch gleich zum letzten Satz, Frau Präsidentin, es wären auch, da bin ich mir 100% sicher, verfassungskonforme Lösungen, weil auch das Bundesverfassungsgericht bis zuletzt, auch 2012 in der letzten großen Entscheidung gesagt hat, es steht dem Gesetzgeber im Bund wie in den Ländern frei, für welches System es sich entscheidet. Es wäre auch eine einfache Lösung, ob die dann am Schluss die allgemeine Akzeptanz hat, da kann man ein Fragezeichen da hinten machen. Aber wenn man Wahlrecht diskutiert, bitte keine Schnellschüsse, nicht so einfach machen, nicht einfach Wahlkreise zusammenstreichen, alles über einen, dann neu über einen Kamm scheren, sondern in Ruhe darüber nachdenken. Jetzt lassen wir die Wahlkreiskommission ihre Arbeit machen, und das andere sollten wir zu gegebenem Zeitpunkt, wenn wir die politischen Verhältnisse weiter beobachtet haben, vielleicht noch einmal miteinander besprechen. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Herr Abgeordneter Heinz. Als nächstes hat sich der Abgeordnete Dr. Wilken zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die FDP hat ein Problem. Sie sagt, wir wären zu groß, zu teuer und nicht arbeitsfähig. Ich sage einmal, wenn ich mich ein Jahr zurückerinnere, habe ich die frisch gewählten Kolleginnen und Kollegen, die in der letzten Reihe gesessen haben, mit der beengten Arbeitsfähigkeit nicht beneidet. Aber das Problem haben wir gelöst. Die FDP sagt, Ausschüsse zu groß, dauert alles viel länger. Da verwechseln Sie, glaube ich, zwei Änderungszustände, die wir in diesem neuen Landtag, im 20. Landtag haben. Dass alles viel länger geworden ist, liegt daran, dass wir eine Fraktion mehr haben. Ich arbeite gerne mit an dem Problem, dass wir die irgendwann nicht mehr wieder haben. Da bin ich wieder bei Ihnen. Nein, nein, ich weise gleich die Schuld jemandem ganz anderen zu. Jetzt machen wir mal ganz locker. Ich bin auch sehr froh, dass es der Direktor beim Landtag mit seiner Mann- und Frauschaft geschaffen hat, dass wir hier auch mit der erhöhten Zahl von Abgeordneten arbeiten können. Dafür noch einmal vielen Dank. Das ist relativ zügig gegangen. Die Ursache, dass wir diese Überhang- und Ausgleichsmandate haben, ist die Schuld der CDU. Also, ich werde Ihnen nicht helfen, mehr Prozentpunkte über die Liste zu erreichen, aber ich arbeite gerne daran mit, dass Sie weniger Direktmandate gewinnen, weil das wäre eine Lösung. Da würde ich gerne mitgehen und hier wieder zu einer Gleichheit von direkt gewählten und listengewählten Abgeordneten zu kommen. Jetzt kommen wir zu dem Lösungsvorschlag, Herr Hahn, den ich habe. Es geht doch darum, dass wir als gewählte Abgeordnete, egal ob direkt oder über die Liste gewählt, nicht nur Volksvertreter sind, sondern den Kontakt, den unmittelbaren Kontakt mit Bürgerinnen und Bürgern haben, damit wir eine Politik machen, die nicht abgehoben ist, sondern die echte Volksvertretung ist. Und ich glaube, da ist Ihr Gesetzesvorschlag kontraproduktiv, indem er nämlich den direkten Kontakt verringert. Ich weiß nicht, ob Sie es jetzt eben gehört haben, Herr Hahn. In Ihrem letzten Satz habe ich ausdrücklich zugestimmt. Über Ihren Gesetzentwurf rede ich noch. Über den anderen werde ich gar nichts mehr sagen, weil er eindeutig verfassungswidrig ist. Darüber, was Sie vorschlagen, können wir uns hier unterhalten. Worum geht es denn, wenn wir über Wahlrecht reden? Wir müssen sicherstellen, jetzt, da wir der Gesetzgeber sind, das gilt für den Bund wie ein Land genauso, dass wir eine Repräsentanz der Bevölkerung sind. Und da sehe ich in unserem Wahlrecht ganz andere Baustellen, wo wir uns Gedanken machen müssen. Da mache ich mir Gedanken, wie erhöhen wir die Repräsentanz von Frauen in unseren Parlamenten. Da mache ich mir Gedanken über eine Herabsetzung des Wahlalters. Und da mache ich mir Gedanken, wie wir es, wie in anderen Nationen schon länger üblich, möglich, dass alle Menschen, die hier leben, die ihren Lebensmittelpunkt hier haben,
auch in den Parlamenten repräsentiert sind. Die Zahl. Ich rede über das Wahlrecht. Das ist noch die Frage. Wir müssen, wenn wir über das Wahlrecht von die hier ihren Lebensmittelpunkt habenden, aber ohne deutschen Pass, reden wir über Grundgesetzänderungen, selbstverständlich. Das ist mir auch klar. Ich will Ihnen nur noch einmal vor Augen führen, wenn wir über Wahlrecht reden, muss im Kern stehen, dass wir eine Repräsentanz der gesamten Bevölkerung darstellen. Alles, was diese Repräsentanz schwächt, und zu dem Schluss komme ich bei dem Gesetzentwurf der FDP, ist kontraproduktiv. Und alles, was dazu hilft, Akzeptanz auch von politischen Entscheidungen, auch von uns hier in diesem Haus, auch wenn die Mehrheitsverhältnisse in diesem Haus mir seit geraumer Zeit, oder eigentlich haben die mir noch nie gepasst, nicht passen, bin ich trotzdem aufgerufen, die Akzeptanz von politischen Entscheidungen in diesem Land mit zu verteidigen. Alle Vorschläge, die in die Richtung gehen, da diskutiere ich gerne mit. Der Vorschlag der FDP ist kontraproduktiv. Wenn wir Geld sparen wollen, streichen wir als Haushaltsgesetzgeber so ein paar Hochglanzbroschüren der Landesregierung aus ihrem Werbeetat, dann haben wir das Geld auch eingespart. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Abg. Dr. Wilken. Für die Fraktion Bündnis 90 Die Grünen hat sich der Abg. Frömmrich zu Wort gemeldet. Vielen Dank, Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Ich finde es trotzdem, Herr Kollege Hahn, bedauerlich, dass wir hier jetzt über einen Gesetzentwurf zur Änderung des Wahlrechts diskutieren und der Wahlkreise diskutieren, wo wir doch erst eine Wahlkreiskommission eingerichtet haben, der Landtag dieser Wahlkreiskommission einen Auftrag gegeben hat. Ich hätte mir gewünscht, dass wir dort erst einmal in die Diskussion kommen und jetzt das statistische Material auswerten, dann über die Fragen, die sich daraus ergeben, diskutieren. Und dann kann man immer noch darüber reden, ob das der einen oder anderen Fraktion nicht passt. Ich finde es keinen guten Stil, das will ich deutlich hier hinterlegen, liebe Kolleginnen und Kollegen. Und wie sieht denn der Vorschlag der FDP aus? Die Reduzierung der Wahlkreise um 10 von 55 auf 45. Schauen wir uns den Vorschlag mal aufgrund ein paar Fragestellungen an. Ist das hessische Parlament im Vergleich zu anderen Parlamenten zu groß? Antwort: Nein. Wir liegen bei der Zahl der Abgeordneten pro 100.000 Einwohner sowohl ohne als auch mit Überhangmandaten und Ausgleichsmandaten auf Platz 12 von 16 Bundesländern. Es gibt also noch 5 Bundesländer, die noch weniger Abgeordnete pro 100.000 Einwohner haben als wir im Hessischen Landtag. Also durch diese Fragestellung dürfte deutlich sein, dieser Landtag ist nicht zu groß im Vergleich zu anderen. Im Verhältnis weniger Abgeordnete haben nur Nordrhein-Westfalen, Baden-Württemberg, Bayern und Niedersachsen. Weicht der Durchschnittswert, eine andere Fragestellung, weicht der Durchschnittswert pro Wahlkreis im Vergleich zu anderen Bundesländern stark ab? Auch hier die Antwort: Nein. Hier liegt Hessen mit 114.000 Einwohnern im Durchschnitt pro Wahlkreis auf Platz 6 von 16 Bundesländern. Es gibt also nur 5 Bundesländer, die mehr Einwohner pro Wahlkreis haben als wir in Hessen. Sie sehen also schon an diesen beiden Beispielen, dass die Anzahl der Abgeordneten die Größe des Parlaments im Verhältnis zu anderen Bundesländern nicht übermäßig abweicht. Liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, wenn man sich also mit den Fakten beschäftigt, muss man nicht zu dieser Lösung kommen, die Sie jetzt hier gerade vorschlagen. Die jetzige Größe hat etwas mit der Zahl der Überhang- und der Ausgleichsmandate zu tun. Das hatten wir übrigens bis 2013 schon einmal hier im Hessischen Landtag. Dort hatten wir 118 Abgeordnete, 20 Abgeordnete der FDP, will ich mal daran erinnern. Bei der Wahl 2014 hat sich das geändert. In der Wahlperiode 19 waren wir wieder 110 Abgeordnete, 6 von der FDP, ohne Verringerung der Wahlkreise. Das heißt, man muss nicht unbedingt das System ändern, sondern das kann sich durchaus so oder so regeln, liebe Kolleginnen und Kollegen. Was würde der Vorschlag der FDP ändern? Für Nordhessen
und für den ländlichen Raum sehr viel, liebe Kolleginnen und Kollegen. Die Reduzierung der Wahlkreise würde natürlich zu Lasten des ländlichen Raums und zu Lasten Nordhessens gehen. Wenn Sie sich mal anschauen, Nord- und Mittelhessen, wenn Sie sich mal anschauen, die blauen Wahlkreise, die hier eingezeichnet sind, sind die Wahlkreise, die überdurchschnittlich abweichen von dem Wert, den ein Wahlkreis. Das nächste Mal zeigen Sie das bitte erstmal dem Präsidium. Haben soll, Entschuldigung, Frau Präsidentin, die er haben soll. Sehen Sie also, die Masse der Wahlkreise liegt im nordhessischen Bereich, liegt im ländlichen Raum. Was Sie hier vorschlagen, liebe Kolleginnen und Kollegen der FDP, ist ein Angriff auf den ländlichen Raum und auf die Repräsentanz der dort lebenden Menschen in der Landespolitik. Das muss man, glaube ich, mal ganz deutlich sagen. In vielen Debatten beim demografischen Wandel, beim ÖPNV, bei der Breitbandversorgung wird immer die Stärkung und die Unterstützung des ländlichen Raums gefordert. Wenn es aber konkret um die Repräsentanz dieser Menschen in der Landespolitik geht, werden erst einmal die Wahlkreise in Nord- und Mittelhessen gestrichen. Ich weiß nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP, ob das der Weg ist, den Sie wollen. Ich frage auch Frau Kollegin Knell und Herrn Lenders, die ja auch aus dem ländlichen Raum kommen, was Sie eigentlich dazu sagen, dass diese Wahlkreise demnächst abgeschafft werden soll, wenn es nach Ihrem Vorschlag geht. Liebe Kolleginnen und Kollegen, mit Bürgernähe, mit Bürgerdialog hat das nichts zu tun. Die Arbeit, der Aufwand der Kolleginnen und Kollegen auf dem Land sieht ja jetzt schon deutlich anders aus als die Arbeit der Abgeordneten in den Ballungsräumen und in den Großstädten. Der Kollege Bocklet hat den Wahlkreis 38 in Frankfurt. Er betreut dort 71.000 Wählerinnen und Wähler. Der Wahlkreis ist 13 Quadratkilometer groß. Unser Wahlkreis, der Kollegin Ravensburg, der Kollegin Dr. Sommer und meiner, kommt mit 61.000 Wahlberechtigten auf 722 Quadratkilometer. Also 13 Quadratkilometer zu 722. Vielleicht sehen Sie einfach einmal das Problem, Herr Kollege Hahn, wenn Sie hier solche Vorschläge machen. Die Kollegin Ravensburg, die Kollegin Sommer und ich, wir fahren von Bad Wildungen bis Hatzfeld, also von Ost nach West, rund 50 Kilometer, wenn wir Termine im Wahlkreis machen. Oder von Burgwald bis nach Vöhl, rund 30 Kilometer in Nord-Süd-Richtung, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Kollege Bocklet macht das zu Fuß, mit dem Fahrrad oder mit dem ÖPNV. Wir müssen dafür 50 oder 30 Kilometer fahren. Liebe Kollegin, vielleicht fällt Ihnen auf, dass es vielleicht einen Unterschied gibt, ob man einen Wahlkreis im ländlichen Raum oder ob man einen Wahlkreis im Ballungsraum hat, liebe Kolleginnen und Kollegen. Wir sehen das deutlich anders. Wir sehen das deutlich anders. Wir wollen, dass Bürgernähe und Bürgerdialog stattfindet. Wir wollen eine ausreichende Repräsentanz des ländlichen Raums, auch hier im Hessischen Landtag. Wir wollen, dass die Kolleginnen und Kollegen im Wahlkreis ansprechbar und im Kontakt mit den Bürgerinnen und Bürgern sind. Wir wollen, dass die Abgeordneten Probleme und Anregungen aufnehmen und in die Landespolitik einfließen lassen. Wir haben gute Erfahrungen gemacht mit dem bewährten personalisierten Verhältniswahlsystem. Ich glaube, das System hat sich im Grunde bewährt. Wir haben ein Problem, was die Abweichung der Zahl der Wählerinnen und Wähler in den einzelnen Wahlkreisen angeht. Da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, da geht es plus minus 25%. In diesem Korridor muss man sich bewegen, lieber darunter, lieber in die Richtung 15%. Darüber muss man sich Gedanken machen. Das ist der Auftrag, glaube ich, der Wahlkreiskommission, der zu erfüllen ist, einfach herzugehen und zu sagen, na ja, ich gewinne ja selber keinen Wahlkreis, also können wir mal die Direktmandate und die Wahlkreise streichen. Das ist, glaube ich, ein Vorschlag, der zu kurz greift, liebe Kolleginnen und Kollegen von der FDP. Wahlkreisänderungen zu machen nach dem Motto, das sei ein bestimmtes Bewusstsein, finde ich nicht besonders gut. Wir glauben, dass wir in diesem System eine Regelung finden können. Wir haben gesehen, in den Wahlperioden, wo es Überhangmandate und Ausgleichsmandate gab, dass es durchaus wieder Wahlen geben kann, wo das anders aussieht. Und ich glaube, dass wir im jetzigen System auch den Versuch unternehmen können, die Wahlkreise so zu schneiden, dass die Wählerschaft in den Wahlkreisen ungefähr gleich ist oder dass der Korridor, in dem wir uns bewegen, annehmbar ist. Ich glaube, daran sollten wir arbeiten. Und das wird der Auftrag der Wahlkreiskommission sein, die ja jetzt am 27. Oktober überhaupt erst zur zweiten Sitzung zusammentritt.
Vielen Dank, Herr Abg. Frömmrich. Für die SPD-Fraktion hat sich der Abg. Rudolph zu Wort gemeldet. Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren! Kommt nicht so oft vor, aber ich kann fast allem, was der Kollege Frömmrich gesagt hat, zustimmen. Deswegen habe ich es ja gesagt. Über manche Sachen rede ich lieber nicht. Meine Damen und Herren, werte Kollegen, ich bin auch, Herr Kollege Hahn, erstaunt, warum die FDP diesen Vorschlag zum jetzigen Zeitpunkt macht. In der Tat, wir haben erst eine Sitzung gehabt. Es wurde auch Zeit, dass die nächste Sitzung terminiert ist. Und Auftrag der Landtagskommission ist es, auf die Herausforderung veränderter Bevölkerungszahlen für den Zuschnitt der Wahlkreise zu reagieren. Und wir haben das ja in der letzten Wahlperiode diskutiert. Und wir waren ja vor dem Staatsgerichtshof durchaus erfolgreich. Wenn man sich an die Regeln, die in einem Gesetz drinsteht, nämlich 25% Abweichung zu haben, eben nicht einhält, dann muss man mit den Konsequenzen leben. Das haben wir eindrucksvoll bewiesen. Wir hatten auch eine gute juristische, interessante Beratung an unserer Stelle, um das auch mal leicht einflechten zu können. Und interessant und durchaus aber fachlich fundiert, weil 25% sind 25%. Und wenn man dann abweicht, dann muss man Veränderungen vornehmen. Das gilt selbst für schwarz-grün geführte Landesregierungen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und jetzt will ich Ihnen mal was sagen. Wir hatten jetzt eine Anhörung zum Thema Bürgerbeauftragte. Er war aus Baden-Württemberg und war eine Kollegin der Grünen, im Auftreten eher nicht unselbstbewusst, also Stimmenkönig und Ähnliches. Also ich will Ihnen mal was sagen von einem Abgeordneten, der seit 1995 immer den Wahlkreis direkt gewinnt. Das Privileg hat nicht jeder. Es gibt bei der CDU sicherlich Kollegen, die auch viele, viele Jahre, wenn ich Herrn Banzer anschaue, den Wahlkreis direkt gewinnen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, der Kontakt zu Bürgerinnen und Bürgern im Wahlkreis ist eine Erfahrung, die wir als Abgeordnete machen sollten. Und das ist tatsächlich praktizierte Bürgernähe. Wenn ich mehr Wahlkreis oder mehr Berechtigte betreuen soll in einem Wahlkreis, habe ich nicht mehr Bürgernähe, sondern weniger. Und diesen Ansatz wollen wir dezidiert als sozialdemokratische Fraktion nicht. Den will ich nicht. Wir haben zurzeit drei Fraktionen, die direkt gewählte Abgeordnete haben: CDU, SPD und Grüne. Und wir haben beim letzten Mal eine Ausnahmesituation gehabt. Die gab es bis dato noch nicht. Herr Kollege Hahn, ich beglückwünsche Sie, Sie können in die Zukunft schauen. Sie prognostizieren, dass das immer so weitergeht mit den vielen überhangenden Ausgleichsmandaten. Das sehe ich noch nicht. Übrigens, der Wähler kann anders entscheiden. Gibt der AfD weniger Stimmen, wählt andere demokratische Parteien, geht auch. Guckt, dass die CDU nicht so viele Direktmandate bekommt, dann kann auch der ein oder andere von der Liste nachrücken. Würde den ein oder anderen bei der CDU auch mal freuen. Also es gibt Möglichkeiten. Der Wähler, die Wählerin kann das mit ihrem Stimmverhalten verändern. Die Situation hatten wir übrigens schon mal in 2003. Hat die CDU alle Wahlkreise gewonnen, bis auf zwei, und von der Liste ist keiner nachgerückt. Beim nächsten Mal hohe Verluste damals, nach 5 Jahren absoluter CDU-Mehrheit. Also der Wähler kann solche Entscheidungen durchaus korrigieren. War wieder ein anderes Verhältnis. Und deswegen, das derzeitige System in Hessen, das Überhang- und Ausgleichsmandate das Wahlergebnis abbilden, finde ich, ist ein sehr gerechtes. Und dabei sollten wir auch vom Grundsatz her bleiben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist zumindest unsere Position. Und ich will Ihnen ein weiteres sagen. Wenn Sie als Abgeordneter im Wahlkreis sind, vor Corona habe ich im Jahre 2019 viele Veranstaltungen erlebt, da war ich der einzige Abgeordnete. Eine Gruppe, die sich als Alternative anpreist, die waren Lichtjahre entfernt, sich beim normalen Volk mal zu sehen. Und die sind ja jetzt auch nicht präsent. Die 19 Abgeordnete, die für diese Truppe kandidiert haben, meine Damen und Herren, sind ja gar nicht oft hier. Ein Teil verweigert ja permanent die Arbeit. Und die erdreisten sich dann auch noch, ein Parlament zu kritisieren. Es würde Kosten verursachen und würde nichts bringen. Das finde ich schon eine arge Zumutung. Eine arge Zumutung. Allerdings hinzufügen darf man, das Geld nehmen Sie natürlich, ist ja klar, ne? Weil das fließt ja auch jeden Monat regelmäßig. Und deswegen, das steht im FDP-Entwurf, das will ich ausdrücklich sagen, nicht drin als Kostenargument. Aber bei anderen wird diese Populismusnummer gefahren, das kostet Geld. Ja, Demokratie kostet auch natürlich Geld, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und deswegen, die normale Regelzahl von 0,10 finden wir für angemessen. Das haben die Kollegen vorhin deutlich gemacht. Und jetzt schauen wir mal, wie sich die nächsten Wahlen entwickeln. Weil was nicht geht,
der absurdeste Vorschlag westlich des Urals, den ich die letzten Jahre gehört habe, dass, wenn ich einen Wahlkreis direkt gewinne, ich noch nicht einmal weiß, ob ich Abgeordneter bin. Was ist denn das für eine Rechts- und Staatsauffassung? Und vor allem, was ist das für ein Demokratieverständnis, meine sehr verehrten Damen und Herren? Das kann nur so eine Truppe wie die AfD auf den Weg bringen. Und deswegen konkret zu Ihrem Vorschlag, Herr Kollege Hahn, wenn Sie in der Tat Wahlkreise von 55 auf 45 reduzieren, hat das sehr konkrete Auswirkungen. Die Blauen, das ist Waldeck-Frankenberg, das Waldeck-Frankenberg, das die Präsidentin hat es vorher schon gesehen, Waldeck-Frankenberg, ja, Frau Möhr, ich habe ja gelernt, ne? Waldeck-Frankenberg, das ist dann Limburg-Weilburg, das ist Rheingau-Taunus, das sind eher ländliche Bereiche. Was heißt denn das? Sie verlassen Landkreisgrenzen, Sie verlassen traditionelle Verwaltungszuschnitte, und damit erreiche ich nicht mehr, sondern weniger Bürgernähe. Das kann nicht die Antwort sein. Das kann ernsthaft nicht Ihre Antwort sein. Die spannende Frage wird vielmehr sein, wie gleichen wir die Zahlen aus, die unterschiedlich sind. Wir haben starke Zuwachsraten im Bereich der Bergstraße, im Bereich des Main-Kinzig-Kreises. Wir haben in Frankfurt sehr große Unterschiede. Es gibt einen Wahlkreis, der ist auch schon, hat eigentlich eher zu wenig Wahlberechtigte. Wir haben in Wiesbaden unterschiedliche Zahlen, in der Wetterau. Und deswegen wird das die spannende Aufgabe der Wahlkreiskommission sein. Die Rechtsprechung sagt eigentlich 25%. Dann gibt es die Diskussion, es dürfen nur Abweichungen von bis zu 15% kommen. Das vernünftig auszutarieren und trotzdem dem Ansatz gerecht zu werden, dass wir noch irgendwo nah an den Menschen sind und auch Verwaltungstraditionen nicht brechen, Kontakte zu etwa Landratsämtern oder Rathäusern, das wird die spannende Aufgabe der Kommission sein. Und ich finde, diese Aufgabe sollte man der Kommission auch lassen. Und all die Versuche zu sagen, 110, warum der Nächste sagt, wir brauchen nur 100 Abgeordnete, der Nächste sagt, 90 reichen auch, das ist doch bis unendlich. Und da interessiert mich übrigens auch nicht die Kritik des sogenannten Bundes der selbsternannten Steuerzahler, die das immer nur nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten messen. Das ist nicht nur eine Frage der Effizienz. Und die Arbeit übrigens in den Ausschüssen ist ja eine, Sie, Herr Lambrusi, finden doch gar nicht statt in den Ausschüssen. Wir würden uns ja freuen, wenn Sie mal einen innerlichen Beitrag leisten würden, aber still ruht der See. Und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist dieser Ansatz, ich rede gar nicht mit Ihnen gerade, und deswegen, meine sehr verehrten Damen und Herren, ist der Ansatz der FDP zum jetzigen Zeitpunkt falsch. Wenn Sie ihm am Ende der Diskussion Wahlkreiskommission vorschlagen, ist das, finde ich, völlig okay, aber er ist völlig verfrüht, er geht in der Sache fehl. Und die Konsequenz heißt, auch gerade für die FDP will sie nicht mehr im ländlichen Raum vertreten sein, weil das ist für kleinere Parteien noch einmal schwierig. Quintessenz, dieser Gesetzentwurf ist in der Sache falsch, er ist vom Zeitpunkt her falsch gewählt, er spricht nicht die direkte Kontaktaufnahme mit den Bürgerinnen und den Bürgern an. Und deswegen gibt es auch eine konsequente Antwort der SPD-Fraktion. Wir lehnen ihn ab. Vielen Dank. Danke, Herr Rudolph. Für die Landesregierung erteile ich Herrn Staatsminister Beuth das Wort. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren! In Angelegenheiten, die den Landtag selbst betreffen, hat sich die Landesregierung sicher vornehmlich ein bisschen zurückzuhalten. Ich habe natürlich eine eigene Meinung zu dem Gesetzentwurf als Abgeordneter auch, aber ich kann mich sozusagen auf meine Beratungsrolle seitens der Hessischen Landesregierung hier zurückziehen und Sie darauf hinweisen, dass völlig unabhängig von der Frage, wie Sie das Gesetz am Ende in der Anzahl der Wahlkreise und Ähnlichem bewerten, ich darauf hinweisen möchte, dass so, wie es jetzt eingebracht ist, jedenfalls mal verfassungswidrig wäre. Das liegt schlicht und ergreifend daran, dass zwar die Zahl der Wahlkreise in § 6 des Landtagswahlgesetzes reduziert wurde, aber die Beschreibung der Wahlkreise in der Anlage sozusagen nicht verändert worden ist. Zugegebenermaßen, die Wahlkreiskommission wird sich mit diesen Fragen sozusagen insgesamt auseinanderzusetzen haben, aber der Gesetzentwurf, so wie er jetzt hier vorliegt, wäre jedenfalls mal nicht verfassungsgemäß. Insofern halte ich mich in der Bewertung seitens der Landesregierung zurück, weil es sich am Ende um das vornehmlichste Recht der Abgeordneten handelt, dass sie sich selbst sozusagen um die Anzahl ihrer Abgeordneten kümmern. Vielen Dank. Vielen Dank, Herr Beuth. Meine Damen und Herren, wir sind am Ende der ersten Lesung dieses Gesetzentwurfs angelangt und überweisen ihn zur Vorbereitung der zweiten Lesung in den Innenausschuss.